Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Project Cars mit mir im Partizan LP. Es geht weiter. Wir fahren da ja den Porsche Cayman, soweit ich mich da richtig erinnere, am Mazda Raceway. Das ist diese eine Kurve. Ja, das ist diese Highlight-Kurve, wo man blind drauf losfährt und die richtig schön nehmen kann. Die teilweise sogar mit, wenn mich nicht alles täuscht, Vollgas. So, die Ansicht ist mir weit lieber. Aber die Boxenausfahrt ist der reine Horror. Boah, ist die Kacke, ne? Also, wer lässt sich denn sowas einfallen? Ich mag die Strecke, also den ersten Teil mag ich überhaupt nicht. Hinter mir wartet auch schon jemand. Das ist eine Hasskurve von mir. Ich hoffe, ich weiß bis heute nicht, ob die nächste Rundenzeit dadurch auch beeinträchtigt wird, dass ich die jetzt so scheiße genommen habe. Ah, jetzt ist er hinter mir. So, jetzt muss ich Schwung nehmen. Ist mir nur schlecht gelungen. Und der rote Porsche hatte sowieso Probleme. Nein, Mann, da kann ich jetzt sowieso zurück zur Box, nochmal rausfahren. Ganz ehrlich, ich fahre hier raus. Ach so, die können alle durch mich fahren. Wop. Na komm, fahrt vorbei. Lass vorbeifahren. Das Auto ist aber auch nicht wirklich leicht zu kontrollieren. Muss ich hier mal so erwähnen. So sollte man sie nehmen. Jetzt kommen wir gleich zur schnellen Runde. Ich glaube, das war richtig schlecht gemacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Natürlich, in der schnellen Runde, da nehme ich jede Kurve mega schlecht. Also noch schlechter als in der Einführungsrunde.
komplett aufhalten tue ich ihn jetzt auch nicht unbedingt, oder? Oder doch vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Komm, deine Runde muss noch gehen. Oh, 9., 10., okay. Die bin ich doch besser gefahren jetzt, die Kurven. Ja, eine halbe Sekunde schneller, geht doch. Die hätte ich jetzt besser nehmen müssen. Oh, bisschen besser habe ich das schon gemacht. So, zum Ende der Sitzung springen. Was bin ich geworden? Nee, 16. Okay. Komisch, dass man da halt dann auf einmal plötzlich so weit zurückfällt. Fast das Heck verrissen. Keine Absicht dahinter. Oh. Ist wieder ein bisschen fairer fahren. Da ist ja keine Wut mehr im Bauch, oder? Vom Histo Cup. Die kleine Lücke schon entstanden. Da könnte ich vielleicht eine Chance jetzt haben. Sorry. Oh, oh, ich bleibe außen. Mann, ich wollte doch nur reinfahren wieder. Tut mir leid. Nur weil ich wieder zu fair zu dem Grünen war, habe ich da jetzt nicht überholen können. Ich hätte ja reinschneiden können nochmal. Dann wäre da der weg vom Fenster gewesen. Aber so musste ich jetzt so weit nach außen fahren, dass es für mich Probleme gab. Bisschen ausschließen können wir.
Ich und mein Hintermann. So, die nächste Chance wieder an dieser Kurve. Oh, völlig verbremst. Ah, jetzt ist er durch. Das war aber eine minimale Berührung, die ich jetzt hatte mit ihm. Da ist er selber so weit dann ausgewichen. Das war ganz sanft berührt hier. Da können sie mir jetzt nichts vorwerfen. An die Top-Gruppe werde ich da nicht mehr anschließen können. Das ist vorbei. Eher, dass wir den fünften Platz jetzt safen müssen. Was hättet ihr denn gerne als Nachfolgerprojekt? Eher The Crew oder Formel 1 2015? Was ist euch denn da lieber? Ich habe auf beides Bock, auf Formel 1 und auf The Crew. Bei The Crew ist es halt ein Rennspiel mit Story-Modus sozusagen und Rollenspielcharakter. Und Formel 1, da würde ich halt die typische Karriere fahren. Von unten, Toro Rosso oder sowas, bis ganz nach oben. Oh, Gelbe wurde nochmal überholt. Und den fünften Platz haben wir uns behalten. Vielleicht ein bisschen brutal, aber auch nicht ganz. Also es hat schon gepasst. Tourenwagen Motorsport ist halt so. Sind am dritten Platz. 28 Punkte nach hinten wird es aber eng. Da ist nur einer einen Punkt von uns entfernt. Rockford Rennsport. Fahren wir als nächstes Historic Cup. Da fahren wir aber direkt das Rennen, weil mit dem Auto will ich das gar nicht machen. Aber es ist wieder nicht der ganze Grand Prix, nehme ich mal an. Und Barcelona ist ja einer meiner Hassstrecken bei Formel 1, also zum Fahren. So zum Anschauen passt das schon. Relativ schwierig zu überholen. Oh, wie immer Weltklasse Start. Ja, Wahnsinn! Da hat er der konnte jetzt bei zwei Kurven hintereinander einfach besser Gas geben. Komm, Vollgas. Ja, da bin ich jetzt Vollgas rein. Wir haben nach hinten ein bisschen Vorsprung aufbauen können.
Das leiden wir immer leicht. Jetzt musste ich auch kurz zum Gas geben. Die Räder komplett durchgedreht. Das geht sich so schwer aus. Hier haben wir zwar ein bisschen Windschatten, meine Freunde. Der braucht ein bisschen auch, dass er auf Touren kommt, wenn man das Gas drückt. Da muss er erstmal ein bisschen reinkommen, immer der Motor. Bin ich gerade mit dem, es tut mir leid, so wenig ich rede heute, aber der Porsche und der BMW sind Autos, die brauchen jede Konzentrationslücke von mir. Das ist schon eine reine Katastrophe, ey. Boah, wir sind Zweiter geworden. Ein Traumstart hat uns das ermöglicht. Puh. Qualifying sind, hä? Warum sind wir im Qualifying Erster und müssen dann trotzdem, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall haben wir den ersten Platz in der Tabelle geholt, ohne Sieg bis jetzt, aber durch einen dritten und zweiten Platz, glaube ich. Team Madness. So, was ist denn das nächste? Das ist wieder die US Trophy. Da sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Euer Partian LP. Tschüss, Leute.